Eine deiner Hauptaufgaben beim Draufschwung ist es, die Hände zurück in die Ausgangsposition zu bekommen beim Abschwingen. Nur da ist die Haltung sehr, sehr wichtig. Was man sehr, sehr oft sieht, ist, dass Golfer so stehen. So, was ich jetzt tue, ich sitze eigentlich und meine Knie sind viel zu weit vorne. Mein Gewicht ist zu sehr auf den Fersen. Und wenn ich jetzt beim Abschwingen versuche, die Hände in die Ausgangsposition zu bekommen, dann sind meine Beine im Weg und ich bin forciert, das zu tun. Und dann kann ich den Ball schlecht treffen. So, die Haltung ist schon sehr, sehr wichtig, dass du das Gewicht genügend vorne hast, mehr auf den Fußballen, dass die Knie nicht im Weg sind, dass dein Oberkörper leicht nach vorne gebückt ist, aus dem Hüftgelenk dich nach vorne bücken, gerade Rücken. Und jetzt kann ich viel, viel besser hier kommen und den Ball auch gut treffen. So, bitte Haltung, sehr wichtig. Und einfach, wenn du spielst, denk daran. Einfach einen ganz langsamen Schwung in Zeitlupe machen und versuchen, den Schläger so zu führen. Es kann sein, dass du siehst, oh, mein Schläger ist da. Dann sind die Hände nicht in der Ausgangsposition. Die sind viel zu weit vorne. So, ich mache jetzt einen Schlag, gucke, dass ich gut stehe und ich möchte meine Hände wieder hier bringen, wo sie beim Stand waren. Dann treffe ich den Ball besser, Ballboden und natürlich profitiert auch Richtung.